Herzlich willkommen zu meinem Video Der Mord an Gaius Julius Caesar, ein Beispiel für typische Fragen zu Bildern im Geschichtsunterricht. Ich werde mit dir jetzt eine Reihe von Fragen durchgehen und das machen wir jetzt anhand dieses Gemäldes, Der Mord von Gaius Julius Caesar, des italienischen Malers Vincenzo Camuccini. Und dieser Vincenzo Camuccini lebte von 1771 bis 1844, das heißt an der Wende vom 18. Jahrhundert zum 19. Jahrhundert. Und dieses Gemälde entstand in der Zeit der Napoleonischen Kriege. Wir beginnen jetzt diese Fragen der Reihe nach durch. Die erste Frage richtet sich einmal an die Arten von Quellen. Also ist die dargestellte Abbildung nicht nur als bildliche, sondern auch als mündliche, schriftliche und gegenständliche Quelle von Bedeutung? Wir haben hier keine mündliche Quelle. Es ist bei Abbildungen nichts zu hören. Im Gegensatz zum Beispiel zu historischen Videoaufnahmen, wie zum Beispiel Videos aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist hier keine schriftliche Quelle, es sind keine Schriftzeichen erkennbar, eine Beschriftung der Götterstatuen im Hintergrund zum Beispiel hier wäre möglich gewesen. Wenn man ganz genau schaut, sieht man hier dann vielleicht eine Schriftrolle, aber da können wir auch nicht erkennen, was da vielleicht darauf steht. Dann gegenständliche Quellen. Ja, man könnte zum Beispiel das Material und die Herstellungsweise der Leinwand und der Farben untersuchen, das heißt jetzt hier von dem Gemälde selber. Und die Herstellung bestimmter Farben wurde zum Beispiel erst im 20. Jahrhundert möglich und sogar an der Herstellungszeitpunkt, wenn man dann wirklich dieses Gemälde versichert, des Gemäldes dann tatsächlich festgestellt werden. Das Gemälde entstand in den Jahren von 1804 bis 1806 und man sieht, wie sich der Maler eben Gegenstände bzw. Dinge, wie zum Beispiel Kleidung und Waffen in einer Zeit, die mehr als 1800 Jahre zurücklag, vorgestellt hat. Das Gemälde selber hat eine Höhe von 112 cm, also knapp über einem Meter, und eine Breite von beinahe 2 Metern, also 195 cm. Nun zur Quellenherkunft. Wer hat vermutlich wann und wo die Abbildung geschaffen? Dieses Gemälde entstand in den Jahren zwischen 1804 und 1806 durch den italienischen Maler Vincenzo Camuccini. Und bereits 10 Jahre davor gab es Planungen und erste Skizzen zu dem Thema des Gemäldes. Nun zur Frage, wer ist vermutlich der Auftraggeber, Auftraggeberin, also der Anfertigung dieser Abbildung? Manchmal, also nicht immer, wird man durch Recherche im Internet zu dieser Frage fündig. Zu diesem Gemälde gibt es zum Beispiel Zusatzinfos, die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe, zum Auftraggeber nämlich. Der Auftraggeber war der Brite Frederick Hervey und er galt als ein Gegner des damaligen französischen Diktators und Kaisers Napoleon. Frederick Hervey war etwa 18 Monate in französischer Gefangenschaft. Und der hier dargestellte Caesar, den sehen wir hier, der hier ermordet wird, kann von den Zeitgenossen mit Napoleon verglichen worden sein. Nun zum Thema der Quelle. Was ist das Thema der Abbildung? Welche Kurzüberschrift wäre möglich? Ein mögliches Thema, Kurzüberschrift wäre, der Diktator wird gestürzt und ermordet. Jetzt kommen wir zum historischen Zusammenhang. Und die Frage wäre dann, anhand welcher Details, wie zum Beispiel dargestellte Kleidung, Werkzeuge, Frisuren und so weiter, in der Abbildung erkennt man, wann die Abbildung entstanden ist. In manchen Details haben sich hier Fehler eingeschlichen. Der Maler hat eine teilweise falsche Vorstellung von Rom im Altertum. Und als ein Beispiel können wir dann hier anführen, dass die Tunika der Senatoren an und für sich im Altertum weiß war und einen purpurfarbenen Rand hatte. Hier haben wir manche mit einem weißen Tunika. Caesar hat hier eine rote Tunika. Wir haben hier andere Farben noch. Und wenn man das Original dargestellt hätte, es waren ja Senatoren, die den Caesar ermordet haben, dann hätten wir eine weiße Tunika, aber herunten an einen roten, purpurfarbenen Rand. Also da haben wir gewisse Fehler und da sehen wir schon, dass das nicht in einer Zeit im Altertum entstanden ist, sondern aus einer Zeit danach, als man nicht mehr so viele Details aus der damaligen Zeit dann gewusst hat. Anhand welcher Details, wie zum Beispiel dargestellte Ritterrüstungen und so weiter, erkennt man, welche Zeit dargestellt wird. Die Abbildung beschreibt hier natürlich eine längst zurückliegende Zeit, also 1800 Jahre liegen hier schon zurück. Und die Dinge, die diese Zeit anschaulich machen sollen, sind unter anderem die Waffen. Man sieht sie hier, längere und kürzere Schwerter, hier haben wir eher einen Dolch, hier haben wir ein längeres Schwert. Kleidung haben wir schon gesprochen, Tunika, manche haben Schuhe in Form von Sandalen, manche sind auch hier barfuß unterwegs, hier hat jemand sogar dreckige Sohlen. Menschen werden auch barfuß dargestellt und man sieht im Hintergrund dann auch Statuen, hier im Hintergrund. Diese Statuen stellen dann Götter dar und die Minerva zum Beispiel erkennt man hier an ihren Helm, das war eine römische Göttin. Wir kommen jetzt hier zur Anordnung der Abbildung, also was ist im Hintergrund und was ist im Vordergrund. Im Hintergrund befinden sich hier auf der linken Seite Säulen und diese Säulen stellen gewissermaßen eine Abtrennung dar zu einem Vorraum dieses größeren Saales. Die Mauern des Gebäudes auf der Hinterseite hier enthalten bestimmte Statuen. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, also Götterstatuen und bestimmte Sitzgelegenheiten. Und zu diesen Sitzgelegenheiten kommt man dann über 3-4 Stufen dann hinauf. Im Vordergrund sieht man den Boden dieses Saals auch mit einer Statue dann
an den Fuße dieser Statue ist dann hier ja Caesar dann gestürzt worden, als er attackiert wurde. Und man findet hier auf der rechten Seite einen Thron, auch wieder mit ein paar Stufen und einem Teppich, der sich dann darunter befindet. Unten könnte man, wenn man von unten her anfängt, könnte man sagen, Menschen beobachten das Attentat. In der Mitte links der niedergesunkene und unbewaffnete Caesar, der von Männern, die ihn umgeben, angegriffen wird. Rechts in der Nähe des Thrones haben die Menschen hier keine Waffen, die sind vermutlich überrascht, wollen vielleicht zum Teil Caesar überhaupt zu Hilfe eilen. Oben sehen wir auf der linken Seite wieder hier die Säule, da unterhalten sich zwei Menschen, die teilweise gar nicht mitbekommen, vielleicht, dass es hier zu einem Attentat kommt. Auf der rechten Seite hier gibt es Menschen, die hier das Attentat auf Caesar betrachten, aber gar nicht eingreifen. Wir können hier sicherlich davon ausgehen, dass es einen Lichteinfall gibt. Hier, wenn man hier runterschaut, von links oben nach rechts unten wird es heller und hier auf der linken Seite wirkt das Ganze etwas dunkler. Also man könnte vermuten, dass hier im oberen Bereich sich vielleicht ein Fenster befindet, das es eben dann zulässt, dass hier Licht dann in diesen Raum dann einfällt. In der linken Hälfte ist alles eher etwas dunkler dargestellt. Hier dürfte es nicht so viel direktes Sonnenlicht gegeben haben. Sauberkeit, ja, das gesamte dargestellte Gebäude, das ist ja immerhin der Versammlungsort der einflussreichsten Römer damals, erscheint sauber und sehr anspruchsvoll ausgestattet und ähnelt damit den Häusern reicher Römer und den Palastanlagen späterer Kaiser. Ja, als inhaltlicher Mittelpunkt der Abbildung ist sicherlich hier der Mord an Caesar zu erwähnen. Alles ist auf Caesar ausgerichtet. Die Menschen schauen praktisch alle hin auf Caesar, sind entweder am Mord selber beteiligt oder bedecken dann vielleicht ihren Kopf vor Abscheu, wie man es dann hier zum Beispiel sieht, oder wollen vielleicht auch Caesar gerade zur Hilfe eilen. Ich habe mir hier den Caesar natürlich herausgenommen. Caesar ist ein großgewachsener, anscheinend schlanker Mann mit weißen Haaren, der eine Kurzhaarfrisur trägt. Caesar war, wenn man in die Realität zurückblickt, war 56 Jahre alt. Das könnte hier dem dargestellten Caesar hier auch wirklich entsprechen. Von der Körperhaltung, Caesar liegt schon halb auf dem Boden, jetzt sind aber noch keine Verwundungen sichtbar. Das heißt, die Männer haben ihre Schwerter, Dolche in der Hand, aber es ist noch keine Verwundung bei Caesar sichtbar. Wie schaut es mit der Gestik von Caesar aus? Caesar hält eine Hand ausgestreckt und die andere wird von seiner rotfarbenen Toga bedeckt. Es ist kaum eine Reaktion erkennbar, die auf eine Verteidigung hindeuten würde. Er greift also zum Beispiel nicht selber zu einer Waffe. Wie schaut es aus mit der Mimik, seinem Gesichtsausdruck? Caesar scheint einerseits überrascht zu sein, aber auch gefasst zu sein, jetzt sterben zu müssen. Mehr oder weniger gut ersichtlich 30 Personen hier dargestellt. Jetzt vielleicht ein kurzer geschichtlicher Hinweis. Angeblich waren an der Ermordung Caesars ungefähr 60 Personen beteiligt. Ja, die Gewalt gegen Caesar steht im Mittelpunkt. Die Männer, die auf Caesar einstechen, die meisten betrachten Caesar, während sie auf ihn einstechen. Manche schauen auch ein bisschen an ihm vorbei. Dieser eine Mann schaut zum Beispiel auf den Rücken hin. Der eine wendet ein bisschen seinen Kopf ab, sticht dann trotzdem zu, schaut nur mit einem Auge auf Caesar zum Beispiel. Das wären hier Männer, die auf Caesar einstechen. Männer vielleicht, die erkannt haben, dass Caesar erstochen wird. Letztlich hilft noch niemand Caesar. Dieser eine Mann hier beim Thron möchte vielleicht zu Caesar eilen. Der andere Mann hier verdeckt sein Gesicht, weil er diesen tragischen Vorgang gar nicht beobachten möchte. Es könnten hier wirklich Anhänger von Caesar sein. Die meisten Menschen betrachten das Geschehen rund um Caesar. Alle hier dargestellten Personen sind noch lebendig, noch, weil der Caesar bald sterben wird. Gehen wir wieder auf den Caesar zurück. Ein großgewachsener, schlanker Mann mit weißen Haaren. Caesar war bei seinem Tod 56 Jahre alt. Caesar trägt einen Lorbeerkranz, Symbol seiner Macht, also ein Machtsymbol. Kleidung hat er hier eine rotfarbene Toga, die über eine orangefarbige Tunika getragen wird. Also das, was außen getragen wurde, darüber getragen ist die Tunika und was darunter eng am Körper anliegend getragen wurde, das war die Tunika. Dann zu den Schuhen. Caesar selber trägt hier Sandalen vermutlich, aber nicht jeder Mann in diesem Raum, und es handelt sich hier um Männer, trägt Sandalen. Hier haben wir welche auch dann, die anscheinend barfuß hier unterwegs sind. Die hier dargestellten Personen, Männer, sind Angehörige der römischen, besser gestellten Gesellschaft. Caesar, der römische Diktator, der dauerhafte Alleinherrschaft in Rom anstrebte, und die Senatoren, also die Männer, die ihn hier umgeben, sind Männer, die bisher, bevor Caesar dann hier versucht hat, die alleinige Macht in Rom zu bekommen, haben hier besonders Macht gehabt und konnten hier die bedeutsamen Entscheidungen in Rom gemeinsam treffen. Es ist wahrscheinlich keine soziale Randgruppe hier auf diesem Bild zu erkennen. Es sind augenscheinlich auch nicht einmal Diener zu erkennen, die irgendwie diese reichen Männer hier bedient hätten. Es sind ja wirklich Caesar und besonders einflussreiche Männer vermutlich zu erkennen. Ja, Ereignis ist hier ganz klar die Ermordung von Caesar, und die dargestellten Personen sind natürlich Caesar
und die Senatoren, die ihn umgeben. Es sind hier keine Anzeichen von Natur erkennbar. Es wird der Innenraum eines Gebäudes dargestellt. Also da können wir nichts über die Natur aussagen. Wir haben hier einen Innenraum eines Gebäudes, wo sich der Senat versammelt hat. In der historischen Realität war das anscheinend das Theater des Pompeius, wo Cäsar ermordet wurde. Und wenn wir das Gebäude hier anschauen, haben wir wie gesagt auf der linken Seite Säulen, die eine Art Vorraum dann freigeben vom Innenraum her aus gesehen. Dann haben wir hier Statuen, hier vorne eine und dann auf der rechten Seite noch einmal Statuen. Dann haben wir Treppen, die hinten zu den Sitzgelegenheiten führen. Hier dann zum Thron, also Cäsar wäre hier gesessen und außen herum wären dann die Männer gesessen, hätten dann Cäsar zugehört, was er ihnen dann sagt. Da kann man nicht viel sagen, weil keine Tiere hier in dieser Abbildung zu erkennen sind. Als Gegenstände können wir hier zum Beispiel kürzere und längere Schwerter uns anschauen. Hier, dieser eine Mann hat ein etwas längeres Schwert. Hier haben wir eher Dolche, die wir hier dann anführen können. Dann können wir als nächstes dann sagen, dass es einen Thron gibt. Hier einen Fußschemel vor diesem Thron und verschiedene Statuen. Diese Statuen sind ja Beispiele für Kunstwerke, wenn wir sie hier betrachten. Und die Statue hinter Cäsar zum Beispiel könnte man beschreiben, dass hier eine Statue ist, die auf einem vermutlich steinernen Sockel steht. Und darauf steht dann ein überwiegend nackter, muskulöser Mann mit einer Kugel in der Hand. Und er trägt dann über seiner linken Schulter dann eine Toga. Und hier in dieser Hand, über die Kugel habe ich schon gesprochen, die könnte dann auch so etwas sein wie ein Symbol der Macht, also zum Beispiel eine Art Weltkugel. Cäsar trägt dann mal einen Lorbeerkranz, das wäre hier ein Machtsymbol. Dann die Farbe der Toga, weiß war die Farbe der Senatoren, rot die Farbe höherer Militärs, wie zum Beispiel Generäle, also mir sagt Cäsar hat eine rote Farbe, dann könnte man sagen, okay, Cäsar war ja auch General. Dann der Thron hier zum Beispiel könnte dafür stehen, dass eben er dann der Herrscher oder der mächtigste Mann in Rom ist. Die Kugel, von der ich schon gesprochen habe, könnte für die Weltherrschaft stehen. Und hier das eine Schriftzeichen hier könnte zum Beispiel bedeuten, dass Cäsar hier ein wichtiges Dokument unterzeichnen wollte oder man ihm anbieten wollte, dass er die Alleinherrschaft, die alleinige Diktatur in Rom übernehmen wollte. Gibt es hier religiöse Symbole in dieser Abbildung? Da kann man hier zum Beispiel diese Statue hereinnehmen. Das könnte die Göttin Minerva sein. Und die Göttin Minerva, die römische Göttin Minerva, kennt man zum Beispiel hier an ihren Helm. Welche Botschaft soll hier mit dem Bild vermittelt werden? Ja, das Bild zeigt ja die Ermordung des Diktators Cäsar auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und der Auftraggeber des Gemäldes war ein Gegner des französischen Diktators Napoleon, der zum Zeitpunkt der Entwürfe und des Entstehens des Gemäldes große Teile Europas militärisch unterworfen hatte. Das Bild soll in Erinnerung rufen, dass schon in der Vergangenheit Tyrannen gestürzt werden konnten. Das heißt, der Maler und der Auftraggeber zeigen ihren Zeitgenossen, dass auch ein Diktator, der in ihrer Zeit lebte, nämlich Napoleon, auch gestürzt werden kann. Das Bild löst einmal unangenehme Gefühle aus, da hier Gewalt als Mittel zur Lösung politischer Probleme dargestellt wird. Versuche, Meinungsverschiedenheiten und Interessenskonflikte mit Hilfe von Gewalt lösen zu wollen, sind heute in einer Demokratie unüblich. Es gibt auch heute noch Diktaturen und es stellt sich aus Sicht von jemandem, der die Demokratie als Regierungsform befürwortet, natürlich die Frage, wie es diejenigen, die in einer Diktatur heute leben müssen, schaffen können, ihre bisherigen Machthaber, also Diktatoren, zu entmachten und dauerhaft eine Demokratie im eigenen Land einzuführen. Und in einigen ehemaligen kommunistischen Staaten gelang das ja in der Vergangenheit, in den Jahren 1989, 1990. Und man hat dort einen weitgehend friedlichen Wandel im Land dann herbeiführen können. Die Nazi-Diktatur unter Adolf Hitler konnte hingegen nur gewaltsam in einem Weltkrieg beendet werden. In den Jahrzehnten vor und nach Cäsar gab es in Rom des Altertums immer wieder Kämpfe, sogenannte Machtkämpfe, bei denen einzelne Menschen versuchten, sich als alleinige Machthaber im Staat durchzusetzen. Und die Ermordung Cäsars dann im Jahr 44 vor Christus führte nicht dazu, dass der römische Senat wieder seine ursprüngliche Macht zurückerhielt. Der Adoptivsohn Octavian wurde nach längeren Machtkämpfen als Augustus der beinahe uneingeschränkte Herrscher des Römischen Reiches. Zum Schluss hoffe ich, dass dir das Durchgehen dieser Fragen geholfen hat, dass du selber dann derartige Fragen erfolgreich an historische Abbildungen stellen kannst und dass du dann in Zukunft Bilder im Geschichtsunterricht besser interpretieren kannst. Wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.